So, das wär's. Räumst du heute auf? Ich muss los, ich hab noch was vor. Ich dachte, deine Frau wäre die Woche weg. Ist sie auch. Wenn's weiter so gut läuft, dann kann ich nächste Woche die erste Präsentation starten. Und wieder ein Stück hoch auf der Karriereleiter. Neidisch? Schönen Abend noch. Ach komm, Hendrik. Du willst mich doch jetzt nicht hängen lassen. Jetzt, was gerade so schön ist. Du kannst nicht zu mir kommen. Meine Frau kommt morgen früh zurück. Und wenn schon? Bis dahin bin ich doch schon längst wieder weg. Keine Chance, Lena. Hendrik, das ist doch unser letzter Abend. Du willst doch auch nicht, dass er so endet. Weißt du was? Du könntest mir dein Labor zeigen. Jetzt? Mitten in der Nacht? Ja! Du weißt doch, wie sehr mich deine Arbeit interessiert. Und wir wären ein bisschen allein. Du setzt immer deinen Kopf durch, ne? Willst du nicht dran gehen? Ist nur Magen. Nervt. Dein Freund? Wäre er gern. Bin ich froh, dass ich mich nicht in dich verliebt habe. Das kann ja noch werden. Komm mal, lass uns gehen, bevor der hier aufkreuzt. Zahlen. Hendrik, bist du da? Rein. Macht ihr da die Experimente? Grüß dich, Axel. Mann, bist du braun gebrannt. Willst du eine Konkurrenz machen, ne? Tja, Bruder, wir hatten ja auch 2 Wochen Sonne. Hallo. Hallo. Und
Sitzt du bequem? Ja. Wie war denn der Urlaub? Ach, gibt eigentlich nicht so viel zu erzählen. Und wie war es bei euch? Danke. Seid ihr in diesem Fall Wimmer weitergekommen? Den haben wir längst gelöst. Du warst nicht da, dann bremst ja keiner. Oh Gott, warum bin ich bloß wiedergekommen? Weil du es ohne uns gar nicht aushältst. Der junge Wimmer hat den Mord an seinen Eltern gestanden. Einfach so? Ein bisschen Arbeit haben wir schon gehabt. Ja, Käschen. Aha. Ja, von welcher Seite sollen wir kommen? In Ordnung, wir sind gleich da. Es gibt Arbeit. Im Luitpoldpark ist eine Leiche gefunden worden. Rest erzähle ich unterwegs. Der junge Mann mit dem Hund. Die Tote liegt mitten in den Büschen. Der Doktor ist bei ihr. Morgen. Guten Morgen. Ah, Gerd, zurück aus dem Urlaub? Ja, leider. Ja. Also, allzu viel kann ich euch noch nicht sagen. Jedenfalls ist sie erdrosselt worden mit einer dünnen Schnur, einem Kabel, einem Draht oder sowas. Wann schätzt du, ist das passiert? Also der Körpertemperatur nach ist es schon einige Stunden her. Aber genaueres erfahrt ihr dann aus dem Obduktionsbericht. Vielleicht ein Sexualdelikt? Kann ich hier noch nicht sagen, aber auszuschließen ist es nicht. Ja, dann erstmal Dankeschön. Werner, ihr könnt anfangen. Gut. Die Kollegen, die haben eine Tasche bei der Toten gefunden. Da war noch Geld und Papiere drin. Sie heißt Lena Franke, ist 25 Jahre alt, Studentin. Das ist doch schon mal was. Ich hab mir mal das Handy der Toten angeschaut. Auf der Mailbox sind 4 Anrufe von einem gewissen Mark. Das scheint ihr Freund zu sein. Der klingt ziemlich aufgeregt. Das ist doch bestimmt gespeichert. Guck doch mal nach. Ja, da. Gerd, wir beide treffen uns mit diesem Mark. Und ihr beide seht doch schon mal die Wohnung an von der Toten. Vielleicht hat sie ja nicht alleine gelebt. Gut, okay. Tut mir leid, dass ich gestern Abend nicht da war. Ich wusste nicht, dass du deine Pläne ändern würdest und früher zurückkommst. Ich wollte dich eigentlich überraschen. Allerdings war dann eher ich überrascht. Ich verstehe nicht, was du meinst. Warst du am wenigsten schön? Ich habe gearbeitet. Ich bin zu deinem Labor gefahren, habe mich auf unser Wiedersehen gefreut. Du hast nicht gearbeitet. Ich war eben nicht im Labor. Ich hatte eine geschäftliche Besprechung. Und ob du im Labor warst? Allerdings nicht alleine. Ich denke, wir reden ein andermal darüber, ja? Ja, okay. Bis gleich. Wir werden diesen Mark Koch in der Uni treffen. Ich habe ihm aber noch nicht gesagt, worum es geht. Egal, wie lange man schon dabei ist. Eine Todesnachricht zu überbringen, wird nie leichter. Das gehört eben zu den Schattenseiten unseres Berufes. Hat er denn auch Sonnenseiten? Klar, gute Bezahlung. Oh. Wir sollten so schnell wie möglich die Angehörigen finden. Ich kümmere mich drum. Tut mir leid, ich würde Sie jetzt gerne in Ruhe lassen, aber es gibt da einige Fragen, die wir sofort klären müssen. Also, Lena war Ihre Freundin? Ja, wir haben uns hier auf der Uni kennengelernt. Waren Sie gestern Abend mit ihr zusammen? Nein, gestern hatte sie keine Zeit. Wissen Sie denn, was sie gemacht hat? Sie wollte es mir nicht sagen. Aber Sie haben eine Vermutung. Wo waren Sie denn gestern Abend? Ich war in meiner Wohnung, habe für eine Klausur gelernt. Kann das jemand bezeugen? Nein.
Kennen Sie Lenas Eltern? Oder hat sie vielleicht Geschwister? Sie hatte nur noch einen Vater, aber ich habe den nie getroffen. Er wohnt nicht in München. Ja, das war's dann schon. Kann ich Lena noch einmal sehen? Wir geben Ihnen Bescheid. Warte mal, ich klingel erst mal. Obwohl, steht ja nur Ihr Name an der Tür. Das ist doch recht gemütlich hier. Vielleicht finden wir raus, was sie gestern gemacht hat. Sie hier rein? Guten Tag, wir sind von der Polizei. Mein Name ist Richter, das ist mein Kollege Riedmann. Darf ich fragen, wer Sie sind? Polizei? Ist irgendwas mit Lena? Darf ich bitte Ihren Namen erfahren? Bernd Frank, ich bin Lenas Vater. Nun, sagen Sie endlich, warum Sie hier sind. Herr Frank, es ist etwas Furchtbares passiert. Ihre Tochter ist tot. Sie ist heute Nacht ermordet worden. In der Rechtsmedizin. Sie hat verschlafen, weil es gestern Abend vielleicht spät geworden ist. Bin ich dann hierher gekommen. Wissen Sie denn, was sie gestern Abend gemacht hat? Sie wollte sich treffen mit einem Hendrik oder... Mehr weiß ich nicht. Hier gibt's einen Hendrik. Dr. Hendrik Simonis. Das könnte sein. Das werden wir bald genauer wissen. Herr Franke, es gibt da noch etwas, um das wir Sie bitten müssen. Sie müssten Ihre Tochter identifizieren. Versuch mal, den Vater zu erreichen und frag nach bei Axel und Werner, wie es bei denen läuft. Das mache ich gleich. Ja, Gerd hier. Und was gibt's bei euch? Den Vater? Moment, das schreibe ich mir auf.
Moment, Moment, Moment. So, jetzt. Ja. Ja. Danke. Was ist mit dem Vater? Der ist bei Axel und Riedmann in der Wohnung. Sobald er dazu in der Lage ist, kommt er ins Präsidium. Sonst noch was? Ja. Er hat ausgesagt, dass Lena gestern mit einem gewissen Hendrik verabredet war. Hier ist seine Handynummer. Also, läuft ja. Ja, Simonis? Ja, guten Tag, Kripo München. Mein Name ist Chris. Ich hätte gern ein paar Informationen über eine Lena Franke. Wie kommen Sie da ausgerechnet auf mich? Das sagen wir Ihnen dann. Wo können wir Sie treffen? Muss das noch heute sein? Das muss sogar sofort sein. Aber wir können Sie auch gerne ins Präsidium bestellen. Dann kommen Sie in mein Labor. Pharmainstitut IPF, Leipziger Straße 70, in einer halben Stunde? Ja, gut, danke. Leipziger Straße ist doch ganz in der Nähe von dem Park, wo die Tote gefunden wurde. Ist das Zufall? Dieser Mark hat der Lena Franke viermal nacheinander auf die Mailbox gesprochen. Die haben da sicher Streit gehabt. Da müssen wir nachhaken. Ich bestelle ihn für morgen ins Präsidium. Bitte. Dr. Simonis muss jeden Moment hier sein. Nehmen Sie doch Platz hier. Danke. Darf man fragen, an was Sie hier arbeiten? Zurzeit haben wir einen Forschungsauftrag von einem großen Konzern. Also, um es einfach auszudrücken, wir untersuchen die Reaktion von Ratten auf verschiedene stark betäubende Medikamente. Und uns interessiert dabei vor allem der Teil, an dem ihre Wahrnehmung der Außenwelt nachlässt. Das ist interessant. Ja. Kennen Sie eine Lena Franke? Lena Franke? Lena Franke. Ich glaube, das ist diese Studentin, die während ihrer Semesterferien hier im Institut gearbeitet hat. Ja, genau. Die hat uns ab und zu die Post und Lieferungen gebracht und so. Ist was mit ihr? Ah, Sie sind schon da. Ich hoffe, Sie warten noch nicht lange. Nein, nein, haben wir nicht. Simonis. Außerdem hat uns Herr Dr. Fischer ein bisschen in Ihre Arbeit eingeführt. Ah. Würdest du was ausmachen, uns kurz allein zu lassen? Nee, kein Problem. Tja, ich weiß eigentlich immer noch nicht, was Sie zu mir führt. Wir haben die Information, dass Sie gestern Abend mit Lena Franke verabredet waren. Aha. Stimmt das denn? Ja. Lena Franke ist gestern Abend ermordet worden. Bitte? Aber das gibt's doch gar nicht. Wo haben Sie sich denn getroffen? Im Café Bader. Das war Lenas Stammlokal. Waren Sie schon öfter mit ihr zusammen? Ja, es war das dritte Mal. Es hat sich dabei doch wohl um private Treffen gehandelt. Ja, natürlich. Was denn sonst? Wie lange sind Sie in dem Café geblieben? Bis circa 11:30. Wir haben uns dann getrennt und ich bin mit meinem Wagen sofort nach Hause gefahren. Und Frau Franke? Die ist zu Fuß gegangen. Das ist doch wohl nicht Ihr Ernst. Sie lassen eine junge Frau bei Nacht allein durch die Stadt laufen? Tja, Lena wollte das so. Und Sie sind dann direkt nach Hause? Kann das jemand bezeugen? Ich bin mir nicht sicher. Wissen Sie, meine Frau hat schon geschlafen, als ich nach Hause kam. Ach, Ihre Frau? Und ginge es, dass wir meine Frau aus der Geschichte rauslassen? Das kann ich nicht. Es geht immerhin um Mord. Ja, das war's für die Erste. Wir melden uns wieder. Ja, bitte? Guten Tag. Ich möchte gern Franke. Ich möchte gern Herrn Dr. Simonis sprechen. Es geht um meine Tochter. Wo ist Werner Riedmann?
Der holt gerade die ersten Ergebnisse von der Spurensicherung, ist gleich wieder da. Das ist gut. Seid ihr fertig geworden in der Wohnung? Dietmann will morgen noch mal hin. Wir haben die Wohnung versiegelt. Du könntest mitgehen und mit den Nachbarn reden. Vielleicht hat jemand die Tote näher gekannt. Wir brauchen einfach ein besseres Bild von ihr. Der vorläufige Bericht der Kollegen vom Fundort. Ich habe schon reingeschaut. Und? Fundort und Tatort sind nahezu identisch. Lena Franke wurde am Rand des Gebüschs erdrosselt und dann 3 Meter weit in die Büsche geschleift. Habt ihr die Tatwaffe gefunden? Nein, die muss der Täter mitgenommen haben. Wir wissen immer noch nicht, was das Mädchen nachts in dem Park gemacht hat. War sie einfach auf dem Nachhauseweg und ist ihrem Mörder zufällig begegnet? Oder... Oder sie hat ihn gekannt. War möglicherweise sogar mit ihm verabredet. Wir brauchen gleich morgen früh einen Termin in der Rechtsmedizin. Ich muss wissen, ob sie vergewaltigt wurde. Ich denke, das Einzige, was wir ausschließen können, ist Raubmord. Die Tote hatte sowohl Geld als auch noch Schmuck bei sich. Apropos Schmuck. Der Toten fehlte ein Ohrring. Der ist vom Ohrläppchen abgerissen. Der war übrigens nicht im Tatort. Gerd, erzähl doch bitte Werner und Axel von unserem Gespräch mit Simonis. Ich sehe mir den Bericht von der Spurensicherung schnell an. Ihr Mann war der Letzte, der mit meiner Tochter zusammen war. Er muss doch irgendwas wissen. Hat er Ihnen denn nichts erzählt? Mein Mann hat mir nicht einmal erzählt, dass er sich mit Ihrer Tochter getroffen hat. Tut mir leid, das habe ich nicht gewusst. Ist schon in Ordnung. Mein Mann und Ihre Tochter, haben Sie sich öfters gesehen? Das weiß ich nicht. Ist Lena Ihr einziges Kind? Ja. Aber wir haben uns nicht oft gesehen. Sie hat sich so verändert in letzter Zeit. Mal war sie voller Pläne und hat die verrücktesten Sachen gemacht. Dann war sie wieder völlig depressiv. Ich habe sie nicht mehr verstanden. Vielleicht habe ich mir auch zu wenig Zeit für sie genommen. Ja, danke, dass Sie mir zugehört haben. Ich gehe dann mal wieder. Das Apartment von Lena Franke liegt hier. Hier das Café Bader und hier ist der Luitpold-Park. Der Simonis hat ausgesagt, Lena Franke wollte zu Fuß nach Hause gehen. Da liegt aber dieser Luitpold-Park nicht auf ihrem Weg. Vielleicht hat sie sich anders überlegt und wollte noch wohin. Gehen ja nicht alle so früh schlafen. Oder Simonis hat uns belogen und nicht das Café war ihre letzte Station, sondern... Das Labor, und das Labor liegt hier, gerade mal 100 Meter vom Luitpold-Park entfernt. Das würde ja dann nicht so gut für ihn aussehen. Ja, richtig, aber jetzt warten wir erst mal die Rechtsmedizin ab. Bevor ihr Feierabend macht, könntet ihr noch beim Café Bader vorbeifahren und die Zeitangaben von Simonis überprüfen. Das ist eine gute Idee. Vielleicht ist da jemandem auch was aufgefallen. Ja, und danach lade ich dich auf einen Drink ein. Du mich? Ja. Das ist ja was ganz Neues. Hast du Geburtstag? So, nur haut mal ab. Ich brauche ein bisschen Ruhe. Sie hatten gestern Abend Dienst. Ja. Können Sie sich an diese Frau erinnern? Klar, das ist Lena. Die war gestern hier. In Begleitung? Mit einem Mann, den ich noch nie vorher gesehen habe. Ich habe mich gewundert. Der war irgendwie gar nicht der Typ, auf den sie sonst steht. Inwiefern? Ja, er war irgendwie ganz anders als ihre Typen sonst. Wann sind die beiden gegangen? So zwischen 11:30 und 12. Genau kann ich das nicht sagen. Haben Sie gesehen, ob die sich draußen verabschiedet haben? Nein, da habe ich nicht drauf geachtet. So, ich muss jetzt wieder. Moment noch. Ist Ihnen vielleicht sonst noch irgendwas aufgefallen? Kann man so sagen. Ich fand die Situation irgendwie heikel. Lena saß hier drin mit ihrem neuen... Und draußen stand ihr Ex und beobachtete die beiden. Meinen Sie den Mark Koch? Ja. Ich habe noch gedacht, hoffentlich macht er jetzt keine Szene. Sind Sie da ganz sicher? Habe ich doch gesagt. Also dann? Ist ja interessant. Und uns hat er erzählt, er hätte gelernt. Tja.
Warum hast du dich mit diesem Mädchen getroffen? Es wird dir wehtun, wenn ich es dir sage. Es tut doch so weh. Es war einfach anders mit ihr. Selbstverständlicher. Weil sie jünger war? Nein. Weil ich bei ihr nicht das Gefühl hatte, zu ersticken. Oh. Das Gefühl gebe ich dir. Ja, das tust du. Du setzt mich unter Druck. Mit deinem ewigen Schmerz, dass du keine Kinder bekommen kannst. Hör auf. Nein, ich höre nicht auf. Einmal muss ich dir sagen. Glaubst du, es hat in letzter Zeit Spaß gemacht, mit dir zu schlafen? Ich doch nur mit dir ins Bett durfte, damit ich dir ein Kind mache? Das stimmt doch gar nicht. Mach dir nichts vor. Genauso lief's die letzten Jahre. Musste sie sehr leiden, bevor sie starb? Nein. Entschuldigen Sie, Herr Franke. Das ist Hauptkommissar Kress. Das ist mein Kollege Heimann. Es ist seine Tochter. Herr Franke, ich möchte Ihnen unser aufrichtiges Beileid aussprechen. Wer macht sowas? Sie hatte doch noch alles vor sich. Wir werden alles tun, um denjenigen zu finden, das verspreche ich Ihnen. Wann kann ich meine Tochter beerdigen? Das wird noch ein paar Tage dauern. Die Erdrosselungsspuren am Hals sind ziemlich tief. Da hat jemand kräftig zugezogen. Leider haben wir keine Rückstände in der Wunde finden können. Ich kann Ihnen also nicht sagen, aus welchem Material das Tatwerkzeug war. Was hat sie da an der Wange? Das hat sie sich wohl zugezogen, als der Täter sie ins Gebüsch geschleift hat. Durch einen Zweig oder Ast. Ansonsten weist der Körper keine sichtbaren Verletzungen auf. Keine blauen Flecke, keine Frakturen. Auch keine Vergewaltigung? Naja, sie hatte Geschlechtsverkehr kurz vor ihrem Tod, aber nichts deutet auf eine Gewaltanwendung hin. Dann bringt uns vielleicht eine DNA-Analyse weiter. Ja, da kein Kondom benutzt wurde, ist das ganz sicher der Fall. Und der Todeszeitpunkt? Gestern Nacht, so zwischen 1 und 3. Ist Ihnen sonst noch etwas aufgefallen? Oh ja, da wäre noch etwas. Die Tote hat Drogen genommen. Was für Drogen? Amphetamine und Barbiturate. Ein richtiger Teufelscocktail. Also das erste, um die Leistung zu steigern und für die Glücksgefühle, die es auslöst. Und das zweite, um danach noch schlafen zu können. Sogenannte Schlafmittel-, Wegmittelsucht. Kommt übrigens häufiger vor, als Sie glauben. Klingt aber ziemlich schlimm. Ja, das ist es auch. Die Gewöhnung des Körpers an die Drogen ist so groß, dass man ständig die Dosis erhöhen muss. Vielen Dank, Frau Wiegand. Da irgendwie haben wir jetzt noch mehr Fragen als vorher. Was soll das? Was wollen Sie von mir? Wir wollen gar nichts. Aber der, der uns schickt. Ich verstehe nicht. Ich bin sicher, dass du verstehst. Unser Freund will morgen von dir hören. Vergiss das nicht. Also, was haben wir bis jetzt? Simonis war in der Tatnacht mit der Toten verabredet. Vielleicht ist er ja derjenige, mit dem sie im Bett war. Das können wir überprüfen, aber hat er damit auch ein Motiv, sie zu töten? Er ist ein verheirateter Mann. Vielleicht hat Lena gedroht, seiner Frau was zu erzählen.
Damit käme Susanne Simonis ins Spiel. Ja, wenn sie von der Affäre ihres Mannes was gewusst hat, dann hätte auch sie ein Motiv gehabt, die Franke umzubringen. Nicht zu vergessen, der Freund, Marc Koch, der hat uns ja belogen. Er hat die beiden in der Tatnacht beobachtet. Vielleicht hat er ihr auf dem Nachhauseweg aufgelauert. Naja, es ist wie immer. Jede Menge Verdächtige, also jede Menge Arbeit. Werner, du siehst dir bitte noch mal die Wohnung von der Toten an. Und ihr beide nehmt euch den Marc Koch vor. Ja, konfrontieren wir ihn mit seiner Falschaussage. Und was hast du vor, Leo? Ich werde einen Damenbesuch machen. Ich möchte Frau Simonis kennenlernen. Ist ja wieder typisch, dass du da allein hingehst. Weißt du, was du willst? Die Dame ist verheiratet. Ja, aber vielleicht unglücklich, so wie es aussieht. Oh, komm. Lena Franke hat Drogen genommen, diverse Amphetamine und, ja, das siehst du ja im Obduktionsbericht. Das ist aber ein heftiger Drogenkonsum. Wie sie den wohl finanziert hat, als Studentin? Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Sie sind Hendrik Simonis? Ja. Ich bin der Vater von Lena. Das tut mir leid. Ich will mit Ihnen über Lena sprechen. Ich möchte wissen, was passiert ist. Sie waren doch mit ihr zusammen. Es tut mir leid, ich kann Ihnen da nicht helfen. Ach, vielleicht, weil Sie mit Lenas Tod zu tun haben. Darf ich jetzt einsteigen? Haben Sie Lena auf... Bitte verlassen Sie jetzt mein Grundstück, ja? Wir müssen mit Ihnen reden. Das geht jetzt nicht. Sie sehen doch, wie es mir geht. Ich kann jetzt nicht. Jetzt ziehen Sie sich erst mal was an und dann gehen wir ein bisschen an die frische Luft. Frau Simonis, Sie haben vom Tod von Lena Franke gehört? Ja. Mein Mann hat mir davon erzählt. Wie kann ich Ihnen helfen? Ja, wie können Sie mir helfen? Ich müsste genau wissen, wann Ihr Mann letzte Nacht nach Hause gekommen ist. Das kann ich Ihnen beim besten Willen nicht sagen. Wissen Sie, wir haben nämlich getrennte Schlafzimmer. Als ich mich gegen 11 ins Bett gelegt habe, war er noch nicht da. Wir haben uns dann erst am nächsten Morgen gesehen. Sie waren also den ganzen Abend über hier? Ja, ich war müde. Ich bin nämlich von einer Reise zurückgekommen. Wussten Sie, dass Ihr Mann eine Verabredung mit Lena Franke hatte? Und zwar nicht zum ersten Mal. Nein. Aber es wäre Ihnen nicht egal gewesen. Sie sind sehr direkt. Ich weiß. Ich muss. Nein, es wäre mir ganz und gar nicht egal gewesen. Aber ich hätte um meinen Mann gekämpft. Dann sprachen Sie ja nur nicht mehr. Lena Franke ist tot. Was wollen Sie damit andeuten? Ich habe es jetzt nicht mal von Ihrer Existenz gewusst. Ich will gerne versuchen, Ihnen das zu glauben. Frau Simonis, sollte Ihnen noch irgendetwas einfallen, hier ist meine Karte. Bin jederzeit für Sie zu sprechen. Danke für das Gespräch. Ich finde alleine was. Wir haben ja wirklich eine Menge gekippt. Das hätten Sie auch an meiner Stelle. Herr Koch, Sie haben uns gestern belogen. Sie wussten sehr wohl, was Ihre Freundin gemacht hat. Und mit wem. Ich weiß nicht, wie Sie darauf kommen. Aber jetzt hören Sie doch mal auf mit dem Mist. Man hat Sie gesehen. Und zwar vor dem Café, in dem Lena Franke mit ihrem neuen Freund gesessen hat. Sie spinnen wohl. Das war nicht Ihr Freund. Das alte Spießer. Ach, der alte Spießer. Sie waren also doch da. Und was passierte dann, nachdem die beiden das Café verlassen haben? Gar nichts. Ich bin nach Hause und habe mich betrunken. Sie haben Lena viermal auf dem Handy angerufen. Sie waren außer sich vor Eifersucht. Lena und dieser Typ, Sie sind den beiden gefolgt. Das stimmt doch gar nicht. Wo sind die denn hingegangen? In Lenas Wohnung, in ein Hotel oder gleich hier in den Park? In sein Labor. Sie sind in sein Labor gegangen. Jetzt kommen wir der Sache ja ein bisschen näher. Sie müssen mir glauben. Ich könnte Lena nie was antun. Ich habe sie doch geliebt. Was denken Sie, wozu Menschen aus Liebe alles fähig sind? Wir müssen ein Protokoll mit Ihnen machen. Wir melden uns. Und seien Sie erreichbar. Chris hier. Ja, Fischer. Der Kollege von Dr. Simonis. Wir haben uns gestern im Labor kennengelernt. Ja, ich weiß.
Was kann ich für Sie tun? Vielleicht kann ich was für Sie tun. Mir ist da was aufgefallen. Sind Sie im Labor? Ja. Okay, in ein paar Minuten bin ich bei Ihnen. Ist gut. Ach du Schande. Soll ich denn da durchsteigen? Hast du was gesagt? Nein. Kannst du mal kommen? Das sind an die 50.000. Mach du hier allein weiter, ich fahr damit aufs Revier. Ja. Danke sehr. Tag, Herr Dr. Fischer. Herr Kress. Sie haben es ja richtig spannend gemacht am Telefon. Ja, ich habe was entdeckt, von dem ich denke, dass Sie es wissen sollten. Nämlich? Als ich gestern Morgen ins Labor kam, ist mir aufgefallen, dass in der Nacht jemand hier war. In der Nacht, in der Lena Franke ermordet wurde? Genau. Ich habe mir erst nicht viel dabei gedacht. Hätte ja sein können, dass Hendrik was vergessen hat. Und? Weiter? Später hatte ich in unserem Vorratsraum zu tun. Ich wollte neue Bestellungen aufgeben. Vorratsraum? Ja, so nennen wir den Raum, in dem wir unsere Pharmaka und die Materialien aufbewahren. Und da ist mir aufgefallen, dass Medikamente fehlen. In welchem Umfang? Ich bin noch nicht durch, aber schon jetzt sind es Pharmaka im Wert von, weiß nicht, einigen tausend Euro. Ja, wie ist denn das möglich? Sind die nicht unter Verschluss? Natürlich sind die das. War die Tür aufgebrochen? Nein, eben nicht. Ich möchte den Raum sehen. Ja, gern. Wer hat Schlüssel zu diesem Raum? Der Dr. Simonis und ich. Und der Leiter des Instituts, Professor Olivier. Aber der ist seit einigen Wochen im Ausland. Wie häufig wird der Bestand kontrolliert? Einmal im Vierteljahr. Da machen Hendrik und ich Inventur. Das letzte Mal war vor einem Monat. Und da war alles in Ordnung? Ja. Haben Sie mit Dr. Simonis gesprochen? Oder? Natürlich. Der kann sich das auch nicht erklären. Ich schicke Ihnen meine Spurensicherung vorbei. Fassen Sie von jetzt an bitte nichts mehr an und machen Sie mir eine Liste der verschwundenen Medikamente. Mach ich. Ich melde mich wieder. Oh, Werner. Du, ich war eben in dem Pharmalabor. Dr. Fischer hat festgestellt, dass ein ganzer Schwung Medikamente fehlen. Schau dir mit deinen Leuten den Laden noch mal genau an. Glaubst du an einen Einbruch? Weiß ich nicht. Ich warte einfach mal ab, was ihr rausfindet. Ich brauche von allen, die in diesem Labor zu tun haben, Fingerabdrücke. Dr. Simonis kommt gleich vorbei. Mit dem kannst du anfangen. Gut. Na, wie war's mit Mark Koch? Er hat zugegeben, dass er Simonis und Lena Franke bis zum Labor gefolgt ist. Dann ist er angeblich nach Hause gegangen. Was niemand bezeugen kann. Genauso gut hätte er auf Lena warten können, um sie zur Rede zu stellen. Die waren also doch zusammen im Labor, wie wir vermutet haben. Werner! Ja? Achte besonders auf Fingerspuren von Lena Franke. Vor allem in dem kleinen Raum, wo die Pharmaka sind. Du meinst, sie hatte ihre Drogen von da? Wäre doch möglich, oder? Ja. Ah. Tag, Herr Dr. Simonis. Wir brauchen Ihre Fingerabdrücke. Außerdem würden wir uns gerne die Kleidung ansehen, die Sie in der Tatnacht getragen haben. Sie haben mich in Verdacht? Sie glauben, ich habe Lena Franke umgebracht? Überrascht Sie das? Nehmen Sie erstmal Platz. Herr Dr. Simonis, Sie haben uns belogen. Sie und Lena Franke haben sich nicht vor dem Café getrennt. Sie haben sie mitgenommen in Ihr Labor. Dafür haben wir einen Zeugen. Ja, gut. Hätte die Wahrheit sagen sollen. Aber ich hatte Angst, dass meine Frau dahinter kommt. Damit haben Sie, weiß Gott, keinen Gefallen getan. Hatten Sie Geschlechtsverkehr mit Lena Franke?
Wir können noch einen DNA-Test machen. Ja, also gut, ich habe mit ihr geschlafen. Aber ich habe sie nicht umgebracht. Das müssen Sie mir glauben. Sie wussten, dass Lena Drogen nahm? Nein. Das ist aber komisch. In Ihrem Labor fehlen Medikamente und Lena Franke war drogenabhängig. Das ist doch kein Zufall. Moment, ich höre jetzt hier zum ersten Mal, dass Sie Drogen nahmen. Ich sage Ihnen mal, was wir uns vorstellen können. Sie haben Lena mit Drogen versorgt, vielleicht weil Sie mit ihr ins Bett wollten, aber dann ist Ihnen die Geschichte über den Kopf gewachsen. Lena wollte immer mehr. Als Sie sich geweigert haben, hat sie sie erpresst. Wir haben in Lenas Wohnung 50.000 Euro gefunden. Das sieht schon sehr nach Erpressung aus. Ja und? Die sind doch nicht von mir. Sie sind ja auf der falschen Spur. Wenn Lena erzählt hätte, woher sie ihre Drogen bezieht, dann wären Sie doch erledigt gewesen. Jetzt sagen Sie doch, wie es wirklich war. Das ist alles nicht wahr. Ich habe ihr keine Drogen gegeben. Ich hatte ein Verhältnis mit ihr und das ist alles. Wir werden morgen früh weitermachen. Aber ich schlage Ihnen vor, nehmen Sie sich einen Anwalt. Es sieht nicht gut für Sie aus. Warum du ihn hast gehen lassen. Für mich war es. Der läuft uns nicht weg. Ah, Herr Franke, wollen Sie zu uns? Ich wollte nur wissen, was Sie herausgefunden haben. Ja, wir haben jetzt leider einen Termin, aber Sie können uns gerne nach unten begleiten. Habt ihr den Mörder? Das hätten wir Ihnen mitgeteilt, Herr Franke. Aber Sie wissen doch, wer es war. Wir haben einen Verdächtigen, wenn Sie das meinen. Sie sprechen von Dr. Simonis. Wir sprechen nur von einem Verdächtigen, ja? Hören Sie, ich bin Lenas Vater. Ich habe ein Recht darauf, es zu wissen. Wir dürfen über laufende Ermittlungen nicht sprechen, auch nicht mit dem Vater. Nun lassen wir uns doch noch ein bisschen Zeit. Ich bin sicher, dass Sie Simonis meinen. Ich habe doch gehört, wie Sie eben gesagt haben, für mich war er es. Sie haben da etwas missverstanden. Ich verspreche Ihnen, dass ich Sie informiere, sobald wir mehr sagen können. Einverstanden? Tut mir leid, jetzt müssen wir los. Wiedersehen. Der steht da an der Tür und lauscht. Ich habe ihn noch nicht gesehen. Normalerweise müsste der von den Kollegen hochgebracht werden. Die Aufstellung, die Herr Kress gebeten hat. Bitte. Danke. Sind das die Medikamente, die fehlen? Ja. Ist das normal, dass Sie so große Mengen Pharmaka hier lagern? Das muss doch für Jahre reichen. Das machen die meisten Institute so. Wissen Sie, wir haben jedes Jahr ein bestimmtes Budget. Wenn wir das nicht ausgeben, wird es im kommenden Jahr gekürzt. Also kaufen wir immer für den vollen Betrag ein. Verstehe. Würde es denn auffallen, wenn jemand diese Medikamente illegal auf den Markt brächte? Wenn man sie nicht gerade auf einmal anbietet, ist es sehr unwahrscheinlich. Entschuldigung. Fischer. Ich habe gesagt, ich melde mich. Das geht jetzt nicht. Wieso ruft ihr überhaupt hier an? Wir sollten die Kontobewegungen auf Simonis Bankkonto überprüfen. Ja, Glück haben, tauchen die 50.000 Euro irgendwo auf. Das kann ich mir nicht vorstellen. Wenn er illegal Medikamente verkauft hat, dann hat er doch massig Bargeld. Ja, versuchen können wir es ja mal. Ja? Aha. In Ordnung, Werner, danke. Die Spurensicherung hat im Pharmalabor Lena Frankes Fingerspuren gefunden. Auch in dem Raum, in dem die Pharmaka gelagert sind. Dann gibt's keinen Zweifel mehr, wo sie die Drogen her hatte. Wir sollten über einen Haftbefehl für Dr. Simonis nachdenken. Ich bin 3, 6, 4, 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
Tja, zwei Schüsse in den Rücken. Einer davon hat das Herz getroffen, also der muss sofort tot gewesen sein. Ein Geschoss ist wieder ausgetreten und das andere steckt noch im Körper. Hey, Leo, du hörst mir ja gar nicht zu. Entschuldige, ich habe gerade über was nachgedacht. Könnt ihr bitte mit Frau Simonis sprechen? Vielleicht hat sie ja was gesehen. Ich muss kurz weg. Ich habe schon auf Sie gewartet. Warum haben Sie das getan? Sie war das Einzige, was ich hatte. Ich konnte nicht ertragen, dass Ihr Mörder weiterlebt. Wo ist die Waffe? Herr Frank, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Hendrik Simonis ermordet zu haben. Bitte. Ich mache mir solche Vorwürfe. Wenn er das auf dem Flur nicht gehört hätte, dann wäre das vielleicht gar nicht passiert. Es konnte doch keiner machen. Was wollt ihr denn? Sieht doch ganz so aus, als sei der Fall gelöst. Simonis hat Lena Franke umgebracht. Und Bernd Franke hat den Tod an seiner Tochter gerächt. Ein Geständnis von Simonis werden wir jetzt nicht mehr kriegen. Was ist, wenn das nicht wahr? Ist das dein Ernst? Ja. Gut, es spricht alles gegen ihn. Aber was haben wir denn an Beweisen? Es gibt kein Geständnis. Wir haben bei ihm weder die Tatwaffe noch ihren Ohrring gewonnen. Danke. Wir wissen auch nicht, ob das Erpressungsgeld wirklich von ihm ist. Ich habe kein gutes Gefühl. Danke. Die halbe Nacht habe ich wach gelegen. Wir haben uns einfach viel zu sehr festgelegt auf Simonis. Und wie geht's jetzt weiter? Wir fangen noch mal ganz von vorne an und befragen alle Beteiligten noch mal. Es muss irgendeine Verbindung geben, die wir übersehen haben. Ich werde als erstes alle Bankkonten überprüfen. Ja, und bleib an den verschwundenen Pharmaka dran. Ja. Tja, Axel. Und wir fahren in die Uni zu Mark Koch, hm? Es wird nicht lang dauern. Haben Sie gewusst, dass Lena Drogen nahm? Am Anfang nicht, aber irgendwann habe ich es gemerkt. Ich habe Sie angefleht, damit aufzuhören. Warum haben Sie uns das nicht erzählt? Ich habe nicht gedacht, dass es mit Ihrem Tod was zu tun hat. Wissen Sie, woher sie die Drogen bekam? Ich bin ihr einmal heimlich gefolgt. Da hat sie sich mit einem Mann getroffen. Ich bin sicher, der hat ihr was gegeben. Derselbe Mann, mit dem sie in der Mordnacht im Café war? Der nicht. Können Sie ihn vielleicht beschreiben? Nicht genau. Es war dunkel. Ich fand nur, dass er nicht aussah wie jemand, der mit Drogen zu tun hat. Er war sehr gut gekleidet. Würden Sie ihn auf einem Foto wiedererkennen? Ich bin mir nicht sicher. Ja, danke erstmal. Wir melden uns. Leo? Ja? Hast du gewusst, dass Lena Franke auch Jens Fischer kannte? Ja, die hat wohl in den Semesterferien mal im Institut gearbeitet. Dr. Fischer sagte, er kennt sie nur vom Sehen. Dann ist aber doch komisch, dass er in Ihrem Notizbuch unter seinem Vornamen auftaucht. Das klingt sehr vertraut. Ja, das ist richtig. Mir ist noch was aufgefallen. Ja? Als ich im Labor war, bekam Fischer einen Anruf. Es muss was Unangenehmes gewesen sein. Er wirkte sehr nervös. Behalte im Hinterkopf. Ach, das ist gut, dass ihr kommt. Ich habe für 11 Uhr Frau Simonis und Herrn Dr. Fischer hier bestellt. Mhm. Frau Simonis, halten Sie es für möglich, dass Ihr Mann im großen Stil Medikamente gestohlen hat? Hendrik? Nie im Leben. Mein Mann hat in all den Jahren, die er im Labor gearbeitet hat, nicht mal das billigste Schmerzmittel mit nach Hause gebracht. Und wie war sein Verhältnis zu seinem Kollegen Dr. Fischer? Ich denke, etwas angespannt. Hendrik war der offizielle Leiter.
Dr. Fischer stand in seinem Schatten. Mein Mann hatte oft das Gefühl, dass sein Kollege ihm seine Position neidete. Wie war eigentlich Ihr Verhältnis zu Dr. Simonis? Bestens. Hendrik und ich haben gut zusammengearbeitet. Es gab keinerlei Probleme zwischen uns. Wer übernimmt jetzt die Abteilung? Darüber ist noch nicht gesprochen worden. Ja. Wahrscheinlich werden Sie seine Nachfolge antreten. Ich gehe mal davon aus. Wo waren Sie eigentlich in der Nacht, als Lena Franke getötet wurde? Zu Hause. Ich habe noch ziemlich lange an meinem Motorrad rumgeschraubt. Gibt's ja immer was zu tun. Und natürlich keine Zeugen. Das weiß ich nicht. Vielleicht Nachbarn? Besuch hatte ich jedenfalls keinen. Es läuft plötzlich alles bei Dr. Fischer zusammen. Ich möchte, dass ihm mal Koch ein Foto von ihm zeigt. Ich muss immer dran denken, dass der Franke vielleicht den Falschen getötet hat. Das kann durchaus sein. Ja? Riedmann. Ja? Er hat rausgefunden, dass der Fischer Riesenschulden hat. Sag ihm, er soll beim Ermittlungsrichter einen Durchsuchungsbeschluss beantragen. Hast du es mitgekriegt? Durchsuchungsbeschluss, ja. Darf ich den Durchsuchungsbeschluss sehen? Selbstverständlich. Ich weiß zwar nicht, was Sie sich davon versprechen, aber bitte, kommen Sie rein. Wie sieht's aus? Habt ihr was gefunden? Nichts, Leo. Wir suchen schon fast 2 Stunden. Wir haben alles auf den Kopf gestellt. Nichts. Ich glaube, wir sollten einpacken. Werner, wenn wir jetzt nichts finden, hat er alle Zeit der Welt, Beweismaterial zu vernichten. Ich weiß, aber wir können auch nicht mehr tun als suchen. Nun wart doch noch mal ab. Wir sind jeden Moment da. Gut. Was für eine unnötige Aktion. Ich scheine viel Zeit zu haben. Besitzen Sie noch einen Wochenendhaus oder was in der Art? Leider nicht. Kann ich jetzt wieder an meine Arbeit? Herr Dr. Fischer, wo steht eigentlich Ihr Motorrad? Mein Motorrad? Sie haben uns doch auf dem Präsidium von Ihrem Motorrad erzählt. Also, wo ist es? Ich habe eine Garage. Wo? Gleich hier unten. Die würden wir uns gerne mal ansehen. Na bitte. Die Medikamente brauchen wir jetzt nur noch mit dieser Liste zu vergleichen, die Sie uns freundlicherweise gegeben haben. Aber ich nehme an, Sie leugnen nicht, dass die Sachen aus dem Laborbestand kommen. Ja, ich habe die Medikamente gestohlen. Ich habe Spielschulden. Ich habe das Geld gebraucht, der mich unter Druck gesetzt. Aber mit dem Mord habe ich nichts zu tun. Das war Hendrik. Das können Sie mir nicht anhängen. Wenn Sie sich da mal nicht täuschen. Wissen Sie, was das ist? Das ist Blut. Ich hab einen Blick für sowas. Ach ja? Das kann auch alles sein. Lena Franke hat an der Wange geblutet. Und mit diesem Ärmel haben Sie sie berührt, als Sie sie ins Gebüsch gezerrt haben. Das lässt sich leicht feststellen. Herr Dr. Fischer, das hat doch keinen Sinn mehr. Das ist vorbei. Lena und ich hatten einen Deal. Ich versorge sie mit Stoff und sie fängt eine Affäre mit Hendrik an. Ich habe also Lena Franke auf Dr. Simonis regelrecht angesetzt. Warum? Ich wusste, das mit den Medikamenten würde irgendwann auflegen. Da habe ich jemand gebraucht, der von mir ablenkt. Und Hendrik war der perfekte Schuldige bei seiner Affäre mit einer Drogensüchtigen. Was ist schiefgelaufen? Lena. Die wollte immer mehr. Nicht nur Drogen, auch Geld. Hat angefangen, mich zu erpressen. Ich habe ihr 50.000 Euro gegeben. Es war ja nicht genug. Und da haben Sie sie umgebracht. Herr Dr. Fischer, ich nehme Sie vorläufig fest, wegen des Verdachts, Lena Franke ermordet zu haben.